Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das aufzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die vom Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe ich mich entschlossen, allem vom Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe danach aufzuschreiben. So kannst du dich vor der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Lukas schreibt, dass er es wirklich schauen wollte, ist es in der Wirklichkeit von was geschrieben gewesen ist oder ist es nicht. Und es ist natürlich gut, wenn man vom Anfang an die Personen oder was gesagt wurde, dass es wirklich richtig ist. Und er setzt sich hin und tut es überprüfen. Und dann wird dieses Evangelium eben zu dem, wie wir es jetzt haben. Und das Wesentliche aus diesem Evangelium, da wird die Sendung Jesu aufgezählt. Die Sendung Jesu. Mit der Gewissheit, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Durch dieses Wissen und auch Leben kann er dann den Armen eine gute Nachricht bringen, die Gefangenen in Entlastung verkünden. Den Blinden das Augenlicht,
geben und den Zerschlagenen die Freiheit. Wir in unserem Gebet für das Generalkapitel steht es auch, weil wir sollen in Freude und Dankbarkeit über unser Charisma und die Sendung, den Menschen die Hoffnung zu schenken. Das heißt, wir sollen auch wirklich nachdenken, was ist wirklich unsere Sendung. Schon vor langer Zeit ist mir das wirklich in den Sinn gekommen, wenn das heutige Evangelium gelesen wird, dass ich ja über meine Sendung nachdenke. Es muss nicht großartig sein, aber dass wir klar wissen, was ist meine Sendung. Und mit diesen Gedanken auch das Leben.